Ja, ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ein neues Becken, das ist so ziemlich immer das Coolste, Aufregendste, was die Aquaristik so zu bieten hat. Vielleicht noch nach der Zucht, aber ich habe so einen Wahnsinnsspaß bei der ganzen Aktion. Nach dem ganzen Frust mit Eheim macht das jetzt richtig Laune. Ja, ich nehme euch mit rein. Hier haben wir nochmal einen Rückblick. Die Pflanzenplanung, die ist diesmal ein bisschen aufwendiger betrieben habe, weil ich habe ja ein Sponsoring bekommen. Sponsoring. Na. Von Dennerle Plants und Dankeschön an Juris und die ganze Mannschaft, die das möglich gemacht hat. Ja, und hier habe ich die mal so ein bisschen angeordnet und dann kommt auch schon das dicke, fette Paket. Ich habe gedacht, meine Herren, was für ein Trümmer. 20 Topf. Das ist ja überschaubar eigentlich, aber der Karton war richtig mächtig. Ja, wir gucken einfach mal zusammen rein, wie das so alles angeordnet, verpackt ist. Und Denale hat gerade eine Aktion laufen. Zeige ich euch nachher nochmal genauer. Und sie packen auch immer einen Pflanzenratgeber mit rein. Und das sind wirklich alle Pflanzen aus dem aktuellen Programm. Beschrieben mit allen Haltungsbedingungen und so weiter. Sehr ausführlich und echt eine gute Hilfe, gerade wenn man so ein bisschen pflanzentechnisch eher Legastheniker ist, so wie ich. Ich hatte ein klein wenig Bammel, weil gerade zur heißesten Zeit der Versand abging und habe gedacht, wow, hoffentlich matscht mir da nichts zusammen bei über 30, 35 Grad. Je nachdem, wie warm es dann in den Autos wird. Naja, schauen wir mal an. Ah, hier haben wir ein Mega XXL-Teil. Das ist die Echinodorus argentiensis. Echt ein Mördertrumm. Ja, und hier kommen dann die kleinen Töpfe schön angeordnet. Wir gucken uns nachher die einzelnen nochmal genauer an. Jetzt gehen wir einfach mal im Schnelldurchlauf hier durch den Karton. Ist ein bisschen viel Verpackungsmaterial verbaut. Also ganz schön viel Müll hier bleibt übrig, aber lässt sich wahrscheinlich nicht anders gewährleisten. Ja, was aufgefallen ist, ist, dass leider zwei bestellte Arten nicht dabei waren. Hier sehen wir also einmal diesen Java-Farn, den hatte ich nicht bestellt. Ich hätte gern Thor's Hammer gehabt. Eine Neuentwicklung von Denali Plants. Die ja, haben einfach andere Blattformen, sehr interessante. Jetzt habe ich da den Standard-Java-Farn. Schade. Mal gucken, ich mache ihn mal rein. Wenn mir nicht gefällt, dann kriegt eine andere Verwendung. Ihr wisst ja, im geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Und für die Aquarianer gilt natürlich im geschenkten Barsch genauso. Okay, auch die Cryptocoryne Flamingo war leider nicht dabei und wurde dann gegen eine Cryptocoryne Valkyrie, auch eine kleinbleibende Art, ersetzt. Und da war Denali Plants extrem kulant und hat mir nicht zwei Töpfe, sondern gleich 10 eingepackt. Und ja, das ist natürlich super lieb und danke an Joris nochmal und ja, freue mich riesig drüber. Ja, und da haben wir schon die Cryptocoryne Valkyrie und die befreien wir gleich mal von Topf- und Steinwolle. Das machen wir am besten so im Schnelldurchlauf, das kennt ihr ja. Ich denke, das habt ihr schon in vielen Videos gesehen. Ja, und dann kriegt man aus so einem Topf teilweise 5, 6 Ablegerchen raus, die man da einzeln schön setzen kann. So kann man dann auch eine ganz annehmbare Fläche mit so kleinen Töpfchen hier bestücken. Ja, da gibt es einen schönen Code, wenn man den also abfotografiert, wird man weitergeleitet auf die entsprechende Seite, wo man sich dann Infos über die jeweilige Pflanze holen kann. Ja, da sehen wir nochmal die Valkyrie. Und jetzt kommen wir zu den In-vitro-Töpfchen. Die werden ja geliefert mit den Pflanzen, die in so einer Nährlösung stehen. Ne? Die werden also dadurch versorgt und das muss man gut wegwaschen. Das ist so ein ganz klibberig-geliges Zeug, was unbedingt raus sollte.
einfach kräftig im Wasser ausspülen, bis sich das alles gelöst hat. Und dann sind sie auch schon bereit. Ja, wenn ich dann die Vordergrundpflanzen, mit denen fange ich hier mal an, gesäubert, ausgewaschen, vorbereitet habe, dann kann es richtig losgehen. Ja, der größte Unterschied zu einem richtig großen Aquarium ist einfach, du kannst es nicht mehr so einfach bepflanzen, sondern du brauchst echt so einen kleinen Tritt. Die Arme sind dann irgendwie dann doch zu kurz. Und meine XXL 30 cm Pinzette macht sich jetzt richtig bezahlt. Ja, und auch hier gehen wir wieder mit Vollgas durch die einzelnen Pflanzschritte durch. Ich dudel ein bisschen im Hintergrund Musik ein und ja, wünsche euch viel Spaß bei diesem meditativen Pflanzkurs. Ich schließe die Augen, ihr werdet ganz ruhig. Nee, halt Augen solltet ihr offen lassen. Naja, viel Spaß. Na, was ist da los hinten in der letzten Reihe? Matthias, Jörn, seid ihr etwa eingeschlafen? Ja, ihr versteht, ich habe gerade Ferien, ich muss ein bisschen in Form bleiben, dass ich nicht alles so völlig verlerne. Ja, jetzt sind wir hier bei der zweiten Art und dann gehen wir auch schon rüber auf die andere Seite. Da ist die Liliopsis brasiliensis, die kommt so vorne vor die Steinfront. Und nebendran, da kommt also mein absoluter Lieblingsname. Wer den erfunden hat, dem gehört ein Nobelpreis, die Schismatoglottis rosea spata. Wahnsinn, Schismatoglottis, das ist doch ein Name, also der gehört gefeiert, oder? Ja, und bei der Schismatoglottis war so beim Einsetzen, irgendwie hatte ich da doch noch so irgendeine Info im Hinterkopf. War das nicht eher aufsitzermäßig, die Pflanze? Und tatsächlich, die musste wieder raus und ich habe dann gedacht, gut, wie mache ich das? Ach, ich klebe die einfach auf so kleine Gesteinsbrocken. Hab dann einfach noch einen übrigen großen Schieferstein ein bisschen zertrümmert in kleinere Teile und dann mit einem ganz mini Klebepunkt, nicht die Rhizome, da hatte ich ein bisschen Bammel, ob die das gut abkönnen, aber so an den kleinen Wurzeln habe ich sie dann mit einem kleinen Klebepunkt fixiert, so ein gelförmiger Sekundenkleber und das funktioniert also ausgezeichnet. Ja, und dann habe ich sie einfach mitsamt Stein vorne vor die Wurzel und die hintere Felswand platziert. Der Vorteil dabei ist natürlich, wenn sie mir da nicht gefallen oder ich merke, okay, das ist doch ein bisschen zu duster da unten, dann kann ich sie sehr bequem im Becken natürlich auch woanders hin platzieren. Ja, meine Frau hat gefragt, ach du, das ist aber dreckig da vorne, dein Becken schon. Da habe ich gesagt, Schatz, das ist Mulm, da ist ein bisschen Mulm drin, das ist kein Dreck. Ja, und da sehen wir auch die Beschreibungen und die Schildchen, die habe ich mir da ein bisschen aufbewahrt, dass ich auch mich nachher noch erinnere,
was ich da wohin gepflanzt habe. Jetzt kommen wir zur zweiten Reihe quasi. Ja, das sind die mittelhohen Pflanzen, 20 bis 30 Zentimeter. Die kommen oben teilweise aufs Plateau und ja, rechts und links werden die dann schön verteilt. Auch hier wieder achte ich drauf, dass der Kontrast mit Rot und Grün immer da ist. Und hier ist es absolut clever, mit der Hand die einzupflanzen. Die haben einfach größere Wurzelwerke schon. Das geht mit der Pinzette, hat man da nicht so richtig das Gefühl dafür. So, und jetzt kommt auch die einzige Stängelpflanze, in die ich mich verliebt habe. Ich wollte eigentlich keine Stängelpflanzen drin haben, weil die Schneiderei mir echt auf den Zeiger geht. Entschuldigung. Und die heißt Prosper Pinaca palustris. Die hat so wunderschön gefiederte, gefärbte Unterwasserblätter. Da bin ich echt gespannt, wie die sich dann entwickelt. Ja, und wenn Dennerle Plants XL draufschreibt, dann kriegst du auch XL. Hier habe ich also die Argentinensis, eine Echinodorus, die also 60 cm groß wird. Und schaut mal, was ich da aus einer Pflanze rausgeholt habe. Rechts und links sehen wir die richtig mächtig. Ich habe erst gedacht, boah, so viel brauche ich gar nicht. Ich habe sie aber komplett reingepackt. Wenn es dann doch zu viel wird, dann kann ich ja immer noch ein bisschen aussortieren. Also richtig schöne Schwertpflanze. Ja, hinten sehen wir nochmal die große Anubia von der Manuela. Und die habe ich hinten mit einem Magnet fixiert. Ja, auch da mache ich demnächst mal noch eine Reihe, was man mit Magneten im Aquarium alles Tolles machen kann. Ja, echt coole Sache. Habe ich auch ein kleines Sponsoring bekommen. Kommt dann also in einer der nächsten Reihen. Ja, und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Hier im Vordergrund. Ja, da habe ich die neue Valkyrie gesetzt. Jetzt sehen wir hinten auch den Java-Farn. Den habe ich so ein bisschen im Becken verteilt. Die Schwertpflanze. Hinten dran ist auch noch ein Lotus versteckt. Die Knolle nur leicht in den Sand gedrückt. Vorne die Liliopsis brasiliensis. Hinten kommt noch eine Echinodorus Red Chameleon. Riesenvallisnerien sind noch hinten im Eck. Und dann soll auch schon das Wasser reinlaufen. Ich habe dann unten im Keller früher mit so Kanistern rumgemacht und die sind mir x-mal übergelaufen. Und irgendwann habe ich gedacht, komm, jetzt holst dir mal was Anständiges und habe mir diese Fässer organisiert. Eins für das Osmosewasser, das andere für das Restwasser, eine Pumpe rein und einen 25-Meter-Schlauch, sodass die Schlepperei nicht immer vom Keller nach oben ist, sondern dann lässt sie das einfach reinpumpen. Ja, und natürlich verschwenden wir das Restwasser nicht, sondern das wandert in den Garten zum Blumengießen. Ja, ich habe schon Aquarianer gesehen, die lassen das einfach dann so ins Klo laufen oder so. Das ist natürlich eine pure Verschwendung. Das wollen wir nicht. Ja, und dann nach 4 Stunden harter Arbeit ist es dann soweit. Das Wasser läuft und die Pflanzen richten sich ganz langsam auf und der Künstler genießt diesen Anblick und setzt sich vors Becken und hat so eine freudige Erwartung, was denn dann jetzt kommen soll. Na, eine kleine Wurzel ist noch aufgeschwommen. Die wollten noch nicht unterbleiben. Ja, genießt einfach mit mir nochmal diesen kleinen Schwenk durch das frisch gestaltete 430 Liter Amazonas to go.
Ich habe es also mit reinem Osmosewasser aufgefüllt. Leitwert liegt jetzt bei 100. Jodaschnecke kümmert sich oben um die erste Karmhaut, die schon entstanden ist, und schlabbert die ganz genüsslich ab. Ja, ich habe richtig Lust auf dieses neue Projekt und bin schon in der Planung mit den Fischen. Was da so alles reinkommt, verrate ich euch dann in den nächsten Videos, was mir so vorschwebt. Und ich bedanke mich bei euch, dass ihr so eifrig dabei seid. Super in den Kommentaren, mir immer wieder auch kleine Hinweise gibt, kleine Kommentare. Und das macht mir richtig Spaß. Ja, wünsche euch noch eine schöne restliche Woche und wir sehen uns im nächsten Video. Ach so, halt, Like, Kommentar, Abo, was ist natürlich, ohne das geht's doch gar nicht.